Ja, und hallo und herzlich willkommen wieder bei Destiny. Nee. Wieder mal. Mit der umscharigen Tusse da drüben. Hey, hallo. Hey. So, 200. Yeah. Hier macht die Maschinen klar. Danke, danke. Hier, zapp, danke. Zapp. Sei vorsichtig. Was haben wir da jetzt? 19, toll. Ich hab kein Level 19. Legendär. Da habe ich nichts Neues. Level 20, uiuiui. Gut, dann gehen wir mal zum Sprecher. Sprecher. Ich muss mein Zeug noch ausmüllen. Ach so, ja, mach mal dann später. Ja, mach mal im Ding. Was habe ich denn an der Post? Du hast was an der Post? Ich überprüfe. Verlorene Objekte, kodiertes Enneagramm. Erledigt, erledigt, wann immer du mich brauchst, Hüter. Ja, danke, toll, jetzt darf ich nochmal zu dem Typen zurückrennen. Warte, das mache ich noch schnell. Mal sehen, was wir... Das sieht sehr solide aus, Hüter. Reisender tritt in abnehmender Phase ein, hä? Abnehmende Phase. Was statt? Er macht halt Diät. Hier. Überprüfe, bestätigt. Ich hab grad mal wieder die ganzen Beutezüge angenommen, die es da gibt. Schauen wir mal. Ich warte auf dich. Damit ich Marcel wieder davon pushen kann mit den Level. Weil, weiß man nicht, was er mit den Leveln hat. Weil am Ende haben wir sowieso das höchste Level erreicht. Scheißegal, wie lange wir brauchen. Man höher kann man nicht. So, dann, was hast du denn? Erzähl mal. Quest abgeschlossen. Ich habe Vertrauen. Vertrauen in den Turm, die Vorhut, die Stadt und in dich. Den Augenblick schweigt der Reisende. Wir müssen unseren eigenen Weg in dieser Welt gehen. Danke, Hüter, für alles, dass du, für alles, was du getan hast. Du musst ja nicht, was du getan hast und tun wirst. Möge das Licht mit dir starten. Warte mal, da muss ich mal gucken, was nehme ich denn? Eigentlich. Also Schuhe brauche ich nicht. Und wenn dann Brust oder Helm. Ich glaube den Helm nehme ich, weil ich habe noch, glaube ich, Brust habe ich noch Level 19 ein. Dank dir sind unsere Welten sicherer. Helm. Disziplin. Ja. Sehr. Ja, weil hier habe ich eine Brustpanzer, habe ich nämlich noch. Ja. Besser, wäre besser gewesen. Hey, hier gibt es den Geist Level 90. Ja, kostet zwar Geld. Bis zum nächsten Mal, Hüter. Ja, habe ich eh genug. Stimmt. Oh, Level 100, aber ist Level 20. Deine Rückkehr inspiriert uns alle. Ne, dann würde ich warten auf das Level 100, Kevin. Auf Level 20, meinst du? Ja. Ja, man kann den ja jetzt halt schon kaufen, theoretisch. Ja, ja klar, das kannst du schon machen. Ja. Nehme ich denn da den oder den? Ich glaube, den intelligenten Disziplin. Ne? Ja. Ja, den nehme ich. Ein mächtiges Werkzeug gut. Für einen Mächtigen. Wir kriegen sowieso noch ein paar mehr Hüter. Ich habe ja noch Level 40er Hüter da rumliegen, die ich dann einsetze, wenn wir durch sind. Aber ja, mehr haben wir hier nicht, ne? Mehr ist nicht. Mehr ist nicht. Eigentlich nicht. Dann gehen wir zum Orbit zurück, fliegen wieder irgendwo hin und dann mülle ich mein Inventar aus. War das jetzt ernsthaft? Haben wir jetzt wirklich die Kampagne, die Hauptstory durch? Vor den DLCs? Ja, es sieht wohl so aus. Ja, es ist... Dass das jetzt halt das Standardspiel ist. War ein bisschen kurz. Nicht besonders viel, muss ich sagen, ja. Gut, bei Destiny 2 habe ich jetzt gehört, ist das auch nicht gerade viel gewesen. Ja, was haben wir? Ja, wir haben jetzt nur noch die beiden Quests für... Das Haus der Wölfe und die Dunkelheit lauert. Das sind die zwei nächsten DLCs, die machen wir dann jetzt. Bei mir haben wir nicht. Genau. Also wer dann als nächstes die Dunkelheit lauert. Haus von Grota. Das erste DLC. Warte, dann muss ich mal gucken. Dass ich den, das wird der hier. Dass ich den markiere, dass man den sieht. Ja, das wäre der. Okay. Genau, dann nehmen wir den, Haus von Grota. Und los geht's.
Es war ein Level 10er, aber... Oder warte mal. Ne, 240er Lichtlevel, schade. Wir können nicht auf Heroisch spielen. Schade. Tö. 240er Lichtlevel brauchen wir da eben. Könnten wir mit einem anderen Charakter spielen. Ja, aber wir müssen ja mit der Charakter hier die Kampagne spielen. Ja, ja. Sonst bringt das nichts. Dann können wir mal gucken. Ich muss mal... Boah, ich hab voll. Wir begaben uns zum Mond, um nach Vergeltung zu suchen. Doch wir wurden zuerst gefunden. Kota, der Sohn von Oryx. Wir hatten nie etwas wie ihm gegenübergestanden. Am Ende war nur ich übrig. Kota und seine Armeen zerstörten unseren Mond. Ich fürchte, der Erde wird dasselbe Schicksal widerfahren, sollten wir sie nicht aufhalten. Okay. Bei mir muss ich aber noch ein bisschen, sonst habe ich zu wenig Platz. Bitte. Warte, ich muss... Sardon befehligt die Schar-Ausgeburt auf der Erde. Durchsuche die Grotten, finde dieses Monster und setze ihm ein Ende. Ach, die Olle. Ja, warte, ich muss gerade noch meine Sachen hier... Ja, ich habe ja noch so viel Scharfschützengewehr doppelt, die nichts bringen. Und dann habe ich... Boah. Schienengewehre, voll wie viele, ey. Level 100, ja gut, dann behalte ich den. Kann weg. So, gut, los geht's. Warte. Was ist das denn für eine Waffe? Wie sieht die denn aus? Hab ich mir auch gerade gedacht. Ist das das Fusionsgewehr? Ne, habe ich nichts Besseres. Alles weg. Nee, das ist das normale. Ich bin gleich soweit, Ja, ist alles gut. Da jetzt halt Abmarsch. Ja. Abmarsch. Blau Hockba. Geht's. Das Gewehr der. Also, oh, ach, oh, das ist geil. Mal ein, oh, das Batterie, meine Batterie ist das leer. Müssen wir aufladen. Ja, ich hab mein Ladekabel schon da. Oh, hallo. Hallo, Monoklus, was geht ab? Oh, mein Kabel, Moment. Muss er nur reinstecken, dann geht's weiter. Weiter geht's. Da oben ist eine Witch. Oh, das ist sogar eine Starke. Also eine. Boah, das sind so viele Gegner jetzt, ey. Aber die gehört nicht zur Mission auf jeden Fall. Alter, hinter uns. Ich muss gerade mal Sniper ausbringen, Dann sterbe ich hier. Was ist hier denn? Oh, das war neu noch. Ja. Wie, keine Munition, jetzt mit verarschen. Keine Munition. Übertreib. Wie, hast du die Hexe gerade gekillt? Nicht, dass ich wüsste. Warum ist sie dann weg? Weiß ich nicht. Hat keinen Bock mehr auf uns. Ey, Mann. Ist doch unfair. Also ich hab nichts geschossen, nichts gemacht. Sardon ist der erste von Krotas Gesandten. Seine Armee half dabei, den Mond zu zerschmettern und für seinen Meister zu erobern. Seine Anwesenheit ist ein Zeichen. Die Schar bereitet sich auf das Erwecken von Krotas Seele vor. Na dann. Hab mein Ritual bekommen. Mhm. Okay. Dann tun wir das mal Code machen. Oh, die haben einen. Irgendein Ritter von Krota? Nee, der Klinge von Krota, achso. Also weg. Das war die Klinge mal. Halte dir mal auf dem grüne Munition fallen lassen. Bekommen, was?
Von wem? Weiß ich nicht. Ich kann nicht nachgucken. Auf Discord? Ich denke schon. Ja, ich glaube schon. Sie hat mal... Nee, die hat man nicht gehört. Ach, hier waren wir doch. Wir sind noch von der anderen Seite. War. Weißt du noch? Wir sind hier mal durchs Tor gegangen, weil das zu viel war. Ja. Gehen wir wieder zurück. Ja, Kosmodrom-Aufklärer habe ich bekommen. Stimmt, ich habe die Beutezüge nicht aufgenommen. Na, egal. Warte, ich nehme die gerade an, da bin ich Level 19, dann kann ich Sachen nehmen. Aber dann kann ich nämlich mal ein paar neue Sachen auswählen. Das ist einfach Level 19 zu 30. Ich wieder eine Nachricht machen. Hä, was ist das? Also von uns ist es niemand. Hä, wo hatte ich denn jetzt noch eine Waffe? Weil dann hätten sie mich bestimmt auch angeschrieben. Ich müsste mich beschäftigt stellen. Ich meine, hören tut ihr es nicht in der Aufnahme, aber ja. Egal, weiter geht's. Hä, wieso nicht? Das ist doch in meiner Audiospur. Ja, oder? Ich mach mich beschäftigt, warte ganz kurz. So, los geht's. Alles gut, gar kein Problem. Habe ich schon von Anfang an gemacht, das ist immer so. Aber wo wurde ich denn angeschrieben? Kapier ich nicht. Ich überlebte jahrelang in den Tunneln der Schar unter der Mondoberfläche. Die Schatten wie die Schar nutzend. Halt die Augen okay. Offen. Als ob ich hier blind durchlauf. Ich mach erst mal Augen zu. Anstatt. Dann. Was ist das? Die Faust von Groot. Das haben wir Schwert und jetzt die Faust. Okay. Wie siehst du das? Ja, ich tue mal die Tab. Den... Was ist das jetzt? Hä? Oh, da müssen wir erstmal hingehen damit. Super. Hilfe! Hilfe! Damit der Trigger getriggert wird. Hilfe! Jo, ich bin tot. Ich hab meine Super eingesetzt, tot. Ich hab 23 Sekunden. Oh, ich bin in Spawn reingelaufen. Ja, wieder dich abkämmt, dass ich dich nicht wiederbelebe. Ja, voll blöd. Ich glaube, der hat zu viel CSGO gespielt. Ich lass dich nicht sterben, vergiss es. Man will ja Discord gar nicht. Ja. Ja, wo war das? Ich finde es ja schön, dass er stehen bleibt. Was machen die denn hier? Ich glaube, da haben wir den gerade irgendwie in so einen kleinen Bug. Ich glaube auch. Ich habe schon wieder einen Beutezug fertig. Nun, da Sardon niedergestreckt wurde, komm zu mir. Es gibt viel zu tun. Das war's schon? Die restlichen Gesandten von Crota werden nicht ruhen, bis die Erde für die Rückkehr ihres Meisters bereit ist. Du warst schon? Nee, lass mal die Munition mit da unten mitnehmen. Die Munition ist egal. Nein, ich brauch die, ist wichtig. Aber die ist egal, die kriegst du sowieso am Ende wieder. Wieso ladet man nicht? Es ladet nichts. Was soll das laden? Ja, Texte. Jetzt. Ich kann nur nicht lesen, was da steht. Echt gut. Na, hallo? Was denn? Ich warte, bis die Zeit abläuft. Ich geh mal schnell in Discord gucken, was sie mir geschrieben haben. So. Oh, ich bin einmal gestorben. Ja, super. Ah ja, ich. Ach, das ist nicht. Das ist drüben auf dem anderen Server. Ja, das ist nix. Ist nix für uns. Dieter Fischer, II. Lukas macht wieder Scheiße. 23:06 Uhr. Okay, das war dann da.
du das rausschneiden oder was? Hä? Tust du das rausschneiden oder was? Nein, ich habe nur geguckt, wie viel ist es geschrieben, ob das das war, weil das war das. So, wir müssen jetzt auf den Turm. Ah, schon wieder. Also, wir machen die Mission nach der Reihenfolge, ne? Wir tun nicht irgendwie die Kreuzung quer, weil wir könnten jetzt den zweiten DLC machen. Aber wir machen erst den ersten DLC fertig, bevor wir den zweiten DLC anfangen. Ja, klar. Und danach machen wir dann das erste Add-on und dann das zweite Add-on. Und dann sind wir durch. Ne? So viel ist das nicht mehr. Und dann müssen wir noch, ich weiß gar nicht, ein paar heroische Strikes oder so machen, damit wir ein bisschen leveln. Und dann vielleicht, wenn wir Leute finden, oder mit meinem Clan, wenn der irgendwie, ich weiß nicht, dass wir dann mal 6 Leute zusammenbekommen, dass wir wie heißen sie, Raids machen. Weiß ich halt nicht. Sehr rätselnd. Ja, ne? Oh, jetzt drücke ich mir die EP richtig rein. Achso, stimmt, kann ich auch. Level 20, easy. Also den hier annehmen? Ja, fast Level 20. Ich muss nur noch 4 Leute von der Schar töten. Toll. 4 Stück. Wegen 4, ja. Okay. Ah, da unten, ja. Guten Tag. Ich hab dann mal hier. Eine Waffe, okay. Ist die. Aus ja, das ist die. Fast die gleiche. Ja, ah, ne, ist halt Maschinengewehr, das ist anders. Ich hab schon wieder Post. Wer schickt mir denn alles was? Ich krieg keine Post. Ich habe die ganze Post schon bekommen von anderen Konten. Verlorene Objekte. Ach, ich glaube, das sind Sachen, die rumliegen und die ich nicht einsammle. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Weil da steht verlorene Objekte. Aber hätte ich, wenn der letzten, in der Mission hätte ich eigentlich auch schon, eins bekommen müssen, weil... Was quatscht der denn immer so leise? Ich geh auch. Egal. So, da runter, komm. Oh, da hinten habe ich auch noch was am dritter der Tafel runden Tisch. Wie, was? Level 20, stimmt, das bin ich ja noch nicht. Faust von Kota besiegt, aber die Bedrohung bleibt. Zwar hast du die Faust von Kota besiegt, doch die Gefahr ist nicht gebannt. Toll, der erste Satz hat sogar voll. Du hast Omnigul bereits gesehen. Krotas Armen suchen den letzten Kriegsgeist. Armeen. Armen. Armeen. Du musst Omnigul davon abhalten, Rasputin ausfindig zu machen. Sollte sie seine Steuerung unter ihre Kontrolle bringen und Zugang zu seinen Waffen, Wissen erhalten, wird sie unaufhaltbar sein. Okay. Ja, typisch Putin halt. Immer wenn es um Waffen geht, immer Putin. Rasputin. Level 20 bin ich. Ist halt der Nachfahre von Putin, mein Gott. Krotas Armeen suchen nach dem letzten. Weil ich muss Level 20 sein, damit ich auch wieder ein Kloster ziehen kann. Bevor sie Rasputin den finden. Du jetzt abgeben kannst. Ihr werdet euch alle bei den Schrecken gegenübersehen und mich in meinen Zähnen verfolgen. So ein Licht. Mich warten, bis du fertig bist. Ja, musst du. Da ist jemand aufgestiegen. Was brauchst du? Perfekt. Quest annehmen. Was musst du jetzt sagen? Level 30. Oh, Level 30. Naja. Level 30. Guck mal, da gibt es legendäre Gegenstände. Da braucht man legendäre Marken für. Wir machen aber die Mission in der nächsten Folge, ne? Kann man machen. Ich weiß ja nicht, wie lange wir aufnehmen. Keine Ahnung. Ich lasse nie eine Uhr mitlaufen. Oh, doch, ich schon. Ja, deswegen. Die Folge ist zwar jetzt ein bisschen kürzer, aber ich meine, jetzt nochmal eine Folge anfangen, nochmal eine Mission anfangen, das na, dann, na, ja, ist die Folge wieder zu lang. Was hast du? Hallo? Du? Ich bedränge dich. Achso, ich tanze. Warte, nee, ich tanze mal ein bisschen. Da. Hallo? Da, hallo? Hallo? What the fuck? Da.
Genau da. Ich muss mich mal anders hinsetzen. Nee, da so drüben. Ein bisschen. Oh. Aber jetzt tanzen wir. Gut, dann sagen wir, danke fürs Zusehen. Frische Moves. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann bis zur nächsten Folge. Ja, ciao.